Montag, der 25. März 2019, ist ein durchwachsener Tag, aber kulinarisch wird es weiter so gemacht wie bisher. Der Backofen wurde auf 180 Grad vorgeheizt, dann habe ich ein paar Kartoffeln geschält und in Spalten geschnitten. Eine Pfanne wurde mit Sonnenblumenöl eingestrichen, die Spalten hineingelegt und dann mit Öl betupft und mit Fleur de Sel gleichmäßig bestreut und in den vorgeheizten Backofen geschoben. Nach einiger Zeit habe ich die Spalten gewendet und noch einmal mit Öl betupft und wieder eingeschoben. Später wurden sie noch einmal gewendet, mit geröbelten Rosmarin bestreut und knusprig ausgebraten. Zur gleichen Zeit habe ich mit einer Marinierspritze Geflügelbrühe in das Fleisch gespritzt und mit einem selbstgemischten Geflügelgewürz bestreut und zu den Potatoes in eine mit etwas Butter in eine Pfanne gelegt und in den Backofen geschoben. Nach einiger Zeit wurde das Fleisch gewendet, nochmals mit dem selbstgemischten Geflügelgewürz bestreut und wieder eingeschoben. Später nochmals gewendet und mit einer Honig-Sojasoßen-Mischung bestrichen, damit die Kruste schön karamellisiert und schön knusprig wird. Toastbrotscheiben wurden gewirbelt und in einer Pfanne mit Butter kross und goldbraun gebraten. Auch ein Salat wurde geschnitten, gewaschen, gewassert und später mit Dressing mariniert, Croutons und Granatapfelkerne darüber gestreut. So wurden dann Hähnchenschenkel mit Potatoes, Endiviensalat mit Croutons und Granatapfelkernen serviert.